What's up, Leute? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal hier. Man hat es ja schon ein bisschen vermisst, tatsächlich. Vielleicht, kein Plan, vielleicht, wenn ihr auch nur so. Ach, der Wichs hat auch schon wieder was hochgeladen. Egal. Ja. Was war los? Ich weiß nicht, wer mir auf Twitter folgt, hat vielleicht mitbekommen, ich hatte jetzt über knapp 7 Monate meine erste Beziehung. Also ich hatte sich eine Frau an diesen Typen hier reingewagt, das... Nee, also die ging dann knapp 7 Monate und ohne jetzt groß drauf, ohne groß jetzt irgendwie da tief reinzugehen, hatte ich in der Beziehung Probleme und auch mit dem Ende der Beziehung große Probleme, was mich psychisch so sehr belastet hat, dass ich dass ich kaum Bock hatte, um was zu machen. Ich habe allgemein wirklich sehr Motivation an allem verloren. Zusätzlich war in der Beziehung das Problem, dass ich sehr wenig Freiheiten darin hatte, mein Zeitmanagement selbst zu bestimmen. Heißt, alles war höchst problematisch, was ich gemacht habe, was ich selbst machen wollte. Aber viel weiter müssen wir nicht drüber reden. Ich hoffe, man versteht, wie ich es meine. Also, was ist jetzt los? Der liebe Galfano, Gruß geht raus an den süßen Mann. Der hat mich angefragt, ob ich Bock hätte beim EPP. EPP müsste sein. EPP. Mitzumachen. Und ja. Ich dachte mir so, okay. Du hast eigentlich gar nichts zu scheißen. Machst du mal. Ja, und jetzt sind wir dabei und der Draft war jetzt vor knapp 3 Wochen. Ich hatte eine fertige Teamvorstellung schon und meine Grafiken alles fertig und es ist aus dem Grund alles verschwunden. Bis auf meine Videoaufnahme, die ich jetzt übers Handy mache. Weil ich mir dachte, meine Facecam hat so riesen Probleme mit meinem Deckenlicht, dass ich es auch mal übers Handy mache. Ich bin zwar kein großer Fan von der Down-Top-Perspektive, so Froschperspektiven-mäßig, aber wird schon irgendwie. Werde ich vielleicht noch irgendwas gegen machen, sonst spiele ich die ganze Season mit der Kameraeinstellung hier. Ich hoffe, man kann damit leben. Ja. Wir sind wieder mit unserem Team, das ist Serpentiner dabei. Weil ich habe so das Serpentiner geschrieben. Ich gerade in der. Ist scheißegal. Ich ändere es kurz. Man weiß ja vielleicht, dass ich großer Brimley Horizon Fan bin und seit mir der gute René, Rudelrocker, dieses wunderschöne Logo gemacht hat, spiele ich auch damit. Ich lieb's. Ich lieb's sehr. Und ja. Ich gehe jetzt einmal meinen Kader durch, den ich so gedraftet habe, weil, wie gesagt, meine ganzen Grafiken sind weg und ich habe keinen Plan, was mit denen ist. Und ich würde jetzt einfach gerne das Video fertig haben, damit ich mich dann auch an den ersten Kampf und das erste Teambuilding setzen kann. Eigentlich hätte dieses Video schon vor ein paar Tagen kommen sollen. Scheiße Kluffen, jetzt habe ich heute noch Zeit und kann das aufnehmen. Also dann, weiter geht's. Ja, mein First Pick. Ich hatte sich den First Pick der First Picks, also erster in der ersten Reihe. Und da ist natürlich die Frage, was nimmst du da? Dann nimmst du eigentlich was OP ist. Um es mal ganz blöd zu sagen, was wo du weißt, okay, das ist schon mal ein Mon, was eine sehr gute Wincon sein kann. Und so ist mein erster Pick am Ende auf Iron Valiant gefallen. Iron Valiant, der bringt alles mit, was du offensiv gern hättest. Der ist ziemlich schnell. Der hat 130 Attack, 120 Spätz Attack. Heißt, den kannst du spielen, wie du willst, eigentlich rein theoretisch. Hat einen geilen Move Pool. Hat 20 Milliarden Sets, die du zocken kannst. Ob du jetzt von Bandit über Scarf über Stop Power schaust, der kann auch theoretisch. Ich glaube Screen, also falls man es braucht. Ja, kann er. Ist ein guter Screener auf jeden Fall. Sonst anders kann er ihn nicht benutzen, der kann nur Screen.
Ja, also jeden Fall Iron Valiant, der war hier mein First Pick. Ich bin sehr zufrieden mit dem First Pick, also könnte schlimmer sein. Und ich bin gespannt, was er so leisten kann. Und dann natürlich die Frage, wie macht man dann weiter? Wenn man theoretisch seine Fairy dann schon mal hat, einen der besten Damage-Dealer, die man haben kann, glaube ich, in der aktuellen Gen. Ja, und holt sich einen Mon, was meiner Meinung nach sehr gut dazu passt, weil der kann Tailwind-Support geben. Der kann so ein paar der Mons, mit denen der Probleme hat, abfangen. Der Reden, ne? Reden ist so ein Ding, das darf man auch lernen. Kommen in die Psychic-Moves rein, die dem ein bisschen Stress machen. Und da haben wir uns Latias gegönnt. Latias, ein wunderbares Mon. Bin ich großer Fan von, hatte ich in jeder Gen, seit ich Draft spiele, also seit Gen 6 eigentlich in jeder Gen Minimum zweimal in einem Draft-Team. Ich lasse es nicht noch nie auf YouTube, weil ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall mache ich ihn sehr gerne. Auch ein Mon, das ultra versatil ist, der kann gefühlt jedes zweite Set kann der auch spielen. Und ja. Bisschen Dracos droppen, bisschen mal was tanken, Healing Wishes rauswerfen und sowas. Ich will mein Reflect-Type-Set spielen. Da habe ich ziemlich Bock drauf, tatsächlich, wenn ich mal dazu komme. Sonst, der kann sich auch wishen. Ist ziemlich geil. Und ich glaube, dieses Video wird ziemlich kurz, wenn ich glaube, bedenke, dass ich schon beim zweiten Mon fast fertig bin und wir dann mal bei 7 Minuten sind. Aber ich weiß nicht, was ich in der ersten Themenanalyse so alles geredet habe, weil ich die vor über einer Woche aufgenommen habe. Seht ihr bitte nach, dann wird es eine kürzere Themenanalyse, dann müsst ihr euch nicht 30 Minuten lang diesen Typ mir geben, der irgendwie halb heiser über sein Team-Büro redet. Ja. So, weiter. Weiter im Text, wir sind dann im T2. Also, das waren meine ersten T1-Picks. So, was pickst du im T2? Und ich bin nicht stolz drauf, tatsächlich. Aber ich muss sagen, das ist, glaube ich, einmal der defensivste Kader überhaupt geworden, den ich jemals gedraftet habe. Und glaube, dafür, selbst dafür ist es noch relativ balanced. Ich spiele ja meistens Balanced Offense, würde ich sagen, so in die Richtung. Ja. Auf jeden Fall die nächsten drei Mons alle defensive Großhelfer, würde ich mal sagen. Und wir fangen an mit Suicune, den ich seit Gen 7 nicht mehr hatte, glaube ich. Und auch damals immer so überstrahlt wurde von meinem unglaublich geilen T5 Hagelkorb mit Mega Respisa und Siberio. Banger. In dem Mega Respisa sich mein Topkiller war in diesem Team. Das ist eigentlich schon relativ traurig. Ja, Suicune. Guter Bulky Water. Sehr guter Bulky Water. Der suffert ein bisschen daher, dass er keine Recovery hat. Ist ein bisschen sad. Aber ansonsten kann der einen sehr guten Job machen. Bin ich mal gespannt, was der so leisten wird über die Season. Ja, ich. Ein paar Sets hat er ja auch noch, wenn man spielen kann. Also. Ich glaube, ein Crocoon-Set wird mal vorkommen. Weil klassisches Suicune-Set halt. Und ja. Da sehe ich nicht so versatil, wie ich es im Kopf hatte. Könnte daran liegen, dass der irgendwie vielleicht mal Moves verloren hat, glaube ich aber eigentlich nicht. Kann aber zum Beispiel auch Tailwinden. Ich glaube, ich habe irgendwie 4 Tailwinder so im Team, also Minimum 3 sind es auf jeden Fall. Also falls ich mal Tailwind-Support brauche, ich weiß, wo ich es herkriege. Sonst, wie gesagt, Cormind, der kann Rawn, der hat lustigerweise auch einen Weather Ball, falls man mal irgendwas so in die Richtung spielen will. Cormind Agility kannst du machen, der kann sich mal eine Weakness-Policy tragen. Dann machst du Cormind Agility oder sowas. Also, der wird auf jeden Fall seine Playtime bekommen, seine Screentime und ja. Bin gespannt. So, nächstes Mon, was auch keine Recovery hat. Oder hat. Der müsste doch Synthese haben, oder? Bushin. Oder wie man ihn ausspricht. Im Deutschen. Xingzhou? Xingzhou? Irgendwie sowas. Hat keine Synthese. Also spielen wir hier mit Digiseed und Giga Drain als Recoveries. Ja. Leider kein Iron Defense für den Body Press, den er auch spielen kann. Sonst halt Leech Seeds, Knockhatter, Renation ist manchmal ganz praktisch. Ich bin gespannt, was man mit dem so machen kann. Ich habe so null
Plan, was der kann, um ehrlich zu sein. Also ich habe ihn halt ein paar Mal gespielt, aber dann habe ich ihn halt Fizz Death mit Terra Poison gespielt. Auf der Ladder, also das werde ich nicht können, weil Terra-Regeln sind so, T2 kannst du gar nicht machen, T1 erst recht nicht und ab T3 geht erst ein Terra-Type. Ja. Deswegen Terra Poison mit Wushin, schwierig. Ja, sonst. Ich glaube, kann lustig werden. Kann man sich auch screen. Ist immer wichtig. Screens sind immer wichtig. Lernt das, liebe Kinder. Und ansonsten bin ich mir gespannt, was der leisten kann. Also, das wird ein ziemlich lustiger Firewater Grass Core, den wir hier haben. Ist zwar nicht so wichtig, der Firewater Grass Core. Weiß man ja. Da ist Fantasy deutlich wichtiger, aber. Ja. Defensiver Grass Type immer was Schönes. Für irgendwelche Grounds, die rumspammen wollen. Weiter. Weiter im Text. Wir kommen ins T3. T3 sind drei Mons. Und als es ins T3 gekommen ist, ich glaube, es war mein vierter Pick. Ich habe immer gerne so ein paar Staples, wo ich genau weiß, okay, den hattest du schon 25 Mal und hat 25 Mal funktioniert. Das sind. Da gibt es ein paar Mons bei mir, würde ich sagen, bei denen es so ist. Also. Despota hatte ich ja, glaube ich, auf YouTube irgendwie schon dreimal. Der funktioniert immer immer ziemlich gut. Zwirfins mag ich sehr gerne. Der macht auch mal seinen Job, wenn er dabei ist, obwohl es so ein Random Tier 5 ist. Lando. Klar, das ist Lando. Und auch eins dieser Mons, vielleicht seid ihr schon drauf gekommen: Metagross. Und Metagross, der kann auch alles so gefühlt, was du von ihm gerne hättest. Also, der macht den Fist Dev Speed D-Type, der spielt dir ein EV-Set, der spielt dir ein Bandit-Set, der spielt dir Agility, sonst was, Todbringer, Classic, à la Sui quasi. Ja, und ich hab Bock auf den. Ich mag den ultra gerne. Und hoffe mal, der kann ja auch einen ordentlichen Job machen. Wie er es eigentlich immer macht. Also, Move Pool ist groß genug, wenn man da mal durchscrollt. So auch mal explodieren oder so. Kann er auch mal gut. Agility Setup, Iron Defense Setup, sonst was alles Setup, Hone Claw Setup kannst du auch machen, wenn du unglaublich Bock drauf hast. Der ist lustig, der ist cool und ich mag den sehr gerne. Und deswegen hier mein T3 nach Wahl. Und dann gehen wir weiter im T3. Und holen uns ein Mon, das ich glaube bisher erst einmal hatte, aber der hat mir sehr gut gefallen damals. Und ich habe einen Fire-Type gebraucht, ich habe ein bisschen Speed gebraucht. Und da war Tail and Flame, aka Fiaro, aka Brave Bird Them All, aus Gen 6 damals noch. Das war auch schon fast 10 Jahre her, fuck ey. Brave Bird Them All ist 10 Jahre her, das ist brutal. Ja. Gatewings macht man nicht mehr, seit Gen 7. Dem spielt man hier nur noch defensives Fiaro. Hauptsächlich von dem, was ich so gesehen habe. Aber sonst ist einer der besseren Defog-User, würde ich sagen. Einfach weil mit Boots tankt er auch mal gut was. Die Boots waren jetzt nichts am Bulk, aber you know. Kommen in Fightings gut rein, da will sich niemand am Flame Buddy verbrennen. Kann dann defoggen, kann U-Turn, Tailwind, Roost, logischerweise. Was halt lustig ist, was mir auch erst letztens groß aufgefallen ist, also damals war ja so Fiaro so der Staple, Brave Bird, sonst was Spammer. Und speziell als Fiaro hast du damals nie gesehen, jetzt kann der Hurricane und du hast halt 75 Spez Attack und 81 Fizz Attack, also nur ein bisschen weniger Spez Attack und kannst auch mal Hurricanes oder Overheats oder sonst was spammen. Bin mal gespannt, was man mit dem so anstellen kann. Ich hab Bock drauf. Also, ich sehe auch mal eindeutig mich hier SD Acrobatics oder sowas spielen. Oder so richtig schönes Bulk-Up-Set. Ja. Bin mal gespannt, was man mit dem so anstellen kann. Mal wieder. So, weiter geht's. Letztes T3. Und auch wieder so ein Mon, was ich unglaublich liebe im Draft. Den habe ich auch, glaube ich, auch seit Gen 7 nicht mehr reingeholt. Kleine Anekdote dazu, mein Kumpel David und ich, David kennt ihr maybe aus dem
Ich glaube, es war NPBL Single Season. Irgendwann habe ich mal ein Intro gemacht mit so einem PK-mäßigen Aufbau. Und da hat David die Fragen gestellt. Der war mein, hier, weißt du, mein Reporter in der Situation. Mein Fadenverband. P2. Und damals war, das war damals hier, ich glaube, ich habe mich sehr oft schon hier auf YouTube auf Zui bezogen, weil das ist nämlich meine größte Motivation, CP zu spielen, damals daher kam, als ich viel Zui geschaut habe. Und damals war GPL Season 4 und Zui hat mit diesem P2 irgendwie 16 Kills oder sowas gemacht in der Season. Was dazu geführt hat, dass David und ich uns in unseren privaten Ligen, die wir gespielt haben, immer um P2 in der ersten Runde schon gestritten haben, weil wir ihn einfach immer haben wollten. Und ja, P2 ist geil. P2 ist wirklich einfach geil. Du hast einen festen Moveset, den du nicht doppelst, also quasi du spielst ein Item auf dem und das braucht kein anderes Mon, heißt du hast diesen freen Item Slot einfach und der profitiert von diesem Item so sehr, dass du halt auch nichts anderes auf dem spielen willst. Außer es gibt plötzlich immer mal den offensiven Evolit, mit dem du plötzlich plötzlich +1/+1 auf den beiden Attack-Werten gehst, das wäre schon ziemlich wild. Oder den Speed-Evolit. Wilder Scheiß. Ja, und P2 profitiert davon so sehr, dass du den halt einfach geil spielen kannst. Der hat drei gute Fähigkeiten. Mit Fährte, Analyse und Download. Alles drei ultra geile Abilities. Das wollte ich halt nicht. Hier rein. So. Riesen-Move-Pool. Du hast alles, was du brauchst in diesem Move-Pool. Außer vielleicht ein bisschen was Physisches oder sonst was. Kein Plan. Was hätten wir denn da brauchen? Vielleicht einen Flammenwurf oder so. Egal. Wird auch so irgendwie. Der Teleport fehlt dem ein bisschen. Den hatte der in Gen 8 oder war es noch 7? Wir haben 7 auf 7 TP-Zeit, weil P2 war. Ich glaube, es war eher 8. Ja, sonst geiler Movepool, guter Bulk fürs Team, auch kaum Schwächen, dadurch, dass der halt nur diese Kampfschwäche hat, die in dem Team, glaube ich, jetzt schon genug Mons abfangen sollten, also allein Latias und Talon machen das, sehr gut, Galagladi, Iron Valiant macht das auch, ja, ich freue mich auf P2, ich mag P2 sehr gerne und ja, weiter geht's, jetzt sind wir im T3 und jetzt sind noch 3 Mons, anyways. Bin ich irgendwie durcheinander gekommen? War Talon im T4? Auf jeden Fall haben wir jetzt noch 3 Mons. Und ich hatte im Kopf, dass das ja auch ein T2, 3 war eigentlich, aber ja. Der Galgi. Ich glaube, ich habe irgendwas vertauscht. Ich glaube, da war Meta vielleicht. Da war Talon vielleicht T4, aber. Schwamm drüber. Der Galgi. Der gute Tandrak. Mein Terra-User tatsächlich in dieser Liga. Auf T3 Monster von nur ein Terra-Typ spielen. Ich habe von meinen letzten. Wer kommt denn jetzt noch? Jetzt haben wir jetzt noch 3 Mons. Weil dann P2 T2. Ich bin ja komplett verwirrt. Ich schau kurz die Grafik oder. Wait. Das muss ich kurz mal anschauen. Soll ich hier rauscutten oder so? Ja, Grafik. Ah ne, es gibt 3 T2s und 3 T3s. Und P2 war eigentlich ein T2. Deswegen, okay, sind wir jetzt im T3 weiterhin. Ich höre jetzt einfach so vor. Wir move ihn einfach mal hier hin, dann passt das alles. Jagagi. Tandrak. Hatte ich auf YouTube, glaube ich, jetzt 3-mal. Das auf jeden Fall UT Season 2 hatte ich den. Da habe ich, das war der Kampf damals gegen den guten Nils. Gruß geht raus. Mit dem First Turn Focus Blast Crit auf sein Despotar. Funny. Und wir spielen dann Terra Dragon. Und das sieht eigentlich daran, dass meine letzten 3 Mon, also auf meinen anderen T2, T3s, also Meta und Talon,
wollte ich keinen Terra spielen. Irgendwie habe ich da nichts gefunden, wo ich mir dachte, jo, das ist es. Meine T4 und T5 sind typenmäßig nicht so, monsmäßig nicht so aufgestellt, dass ich mir jetzt denke, okay, das sind deine Terra User of Choice. Ich hätte ursprünglich vor, Omod in den T4 zu nehmen. Der wäre auf jeden Fall ein guter Terra-User gewesen. Hätte ich ziemlich Bock drauf gehabt. Hat dann nicht so ganz funktioniert, weil ich mich irgendwie ein bisschen verdraftet habe. Ja. Und so ist meine Terra-Dragon auf Tragage gewesen. Einfach für die Dracos. Ich will Terra-Dragon-Dracos drücken. Das ist einfach so ein... da liebt nichts. Terra Dragon Dracos sind einfach lächerlich. Deswegen wollte ich die spielen. Deswegen spiele Terra Dragon auf Dragagi. Und deswegen wird die Terra wahrscheinlich nicht so oft zum Einsatz kommen, aber auf jeden Fall wird sie mal zum Einsatz kommen. Weil Terra Dragon Dracos sind awesome. Ja. Dragagi allgemein immer geil. Ich mag den sehr gerne. Den kann man sicher auch mal mit P2 oder so mal in den Trickroom stellen oder so. Der hat jetzt nicht so viele Sets, aber macht immer Spaß, wenn man den mal spielt. Haben wir auch die Flip-Turn, die ihm sehr gut gefällt. Und ja, der wird lustig, glaube ich. So, T4. Wir haben jetzt einen Removal. Heißt, wir haben noch einen dazugeholt mit Hitmontop. Den ich auf YouTube, glaube ich, bisher erst einmal hatte. Und das war meine erste Draft-Liga damals, die PBL. Ja, der spinnt, der... macht Triple Axis mit Techniker, der macht Machtmanns mit Techniker und ja. Afi-Macht macht er auch nicht, aber das macht er gut. Deswegen müssen wir nicht groß über Capoeira reden. Der hat einen andersweise nice Movepool. Hat Upper Hand, genauso wie Fiaro, was ziemlich cool ist. Also kann man da vielleicht immer ein bisschen Späße mit treiben. Und ja. Bin gespannt, was der so leisten kann. Dann gehen wir weiter. Palosand haben wir uns noch geholt. Den hatte ich auf YouTube einmal. Das war hier die abgebrochene Ulti-Season war das. Da hat er, glaube ich, gegen den Jochen-Gamer Jochen einen guten Job gemacht. Und wir hatten in der SML mal den kleinen Bruder, hier Sankabu, der einen Stolos-Comet aus dem Leben genommen hat. Das war lustig. Gruß hier aus an Adrian. AKA Karma, wie man vielleicht glaubt, ihr kennt. Kein Plan. Ja, Palosand, den drafte ich eigentlich immer relativ gerne, weil der irgendwie seinen Job macht. Ich weiß nicht wie, aber er macht ihn auf jeden Fall irgendwie immer. Weil er macht doch irgendwie alles weniger Schaden, als man irgendwie denkt. Und ja, ist ein Ground-Type, ist ein Ghost-Type, hat beides noch gefehlt. Ob der jetzt beide Rollen so gut erfüllt, ist jetzt die andere Frage. Also wir haben jetzt hier keinen offensiven EQ-Spammer, den man vielleicht manchmal gerne hätte. So Lando-mäßig oder Rhyperior oder sonst was mäßig. Garchomp. Aber auf jeden Fall haben wir hier Mon, das einen sehr guten Job machen könnte. In dem Ausmaß, was es eben kann. So, und jetzt noch ein T5. Ich habe eine riesen Speed Gap zwischen, ich glaube, Suicune und. Es müsste Latias sein, glaube ich. Ja, Latias. Und wie fühlt man Speed Gaps am besten? Man schaut genau. Welchem das Mon, was oberhalb der Speed Gap ist, stellst du machst ein neutrales Wesen für den Speedwert, nimmst davon das Maximum dann und schaust am besten, dass das Mon, was du jetzt pickst, mit einem positiven Wesen drüber ist und dass das Mon, was drunter ist, über dem Wert von diesem Zwischenpick ist, wenn du da auf neutral spielst. Heißt, in dem Moment 85 Speed mit Pluswesen sollten mehr sein als... Ich erkläre es umständlich. Wir zeigen es mal geschwind. Morpeko ist der Pick. Wir schauen mal geschwind, wenn der full invested ist. 293. Wir gehen auf Suicune. Machen hier einmal den hier. Timid 295. Heißt, Speed Gap ist in der Richtung zu. Latias ist auf 319. Wenn Morpeko Full Westen 322, geht perfekt auf. War die perfekte Ergänzung für den Speed Gap. Wir haben nochmal einen Spinner. Ich weiß nicht, was der kann, um ehrlich zu sein. Ich wollte die Speed Gap füllen. Ich wollte vielleicht noch einen Spinner haben. Macht er beides.
Wir haben jetzt nicht ein Electric Terrain Setup für Valiant, falls es mehr relevant werden könnte. Und ja, das ist das Team. Und am Ende ist die Teamvorstellung doch 25 Minuten lang geworden. Es tut mir leid. Und ja, I guess, wir sehen uns. Cheerio. Beim ersten Spieltag. Beim ersten Team-Meeting wahrscheinlich eher noch. Und tschüss.